Ich begrüße mal Ralf Böß. Den kennt man ja von der Hartz-IV-Thematik. Würde ich sagen, hat er sich ja mächtig ins Zeug gehangen hier. Er wird am besten, er sagt selber noch mal was dazu. Ich sage nochmal Ralf Böß. Hartz IV. Bedingungsloses Grundeinkommen. Dafür ist er, dafür sitzt er heute hier, um sich da in die Diskussion mit einzugehen. Dann haben wir Heinz Kruse vom Verfassung vom Volk e.V. Wir kennen uns auch schon seit über einem Jahr jetzt mittlerweile auf der letzten Versammlung, Vereinsversammlung. Und die kennen vor allen Dingen aus dem Netz bei Kicke mal Berlin TV. Ist ein wunderbarer Vortrag eingestellt worden. Kann man nur empfehlen, um sich mit der Thematik eben Grundgesetz zur Verfassung zu erklären, was da alles wirklich hintersteckt. Kann ich nur weiterempfehlen. Dann haben wir den Max Bonnere, ich kriege den Namen nicht so gut raus, ich weiß nicht warum. Der junge Mann kommt von der Gemeinwohlökonomie, das ist das Büro hier in Berlin, Berlin-Kreuzberg. Ich hatte ja ursprünglich Christian Felber eingeladen, aber der gute Mann ist ja heute in Lissabon. Auf der großen Tagung, wo es ja um Gemeinwohlökonomie weltweit geht. Aber wir haben einen guten, würdigen Vertreter für ihn, der uns da auch in der Diskussion sicher weiterhelfen kann, wenn es eben um die Gemeinwohlökonomie geht. Und die Podiumsdiskussion heißt ja eben Zukunft, aber wie? Und da hört es eben dazu. Das ist wichtig. Gut, dann würde ich mal so sagen, kleine Einleitung nochmal. Und dann stellt ihr euch noch, nee, wir machen das einfach mal die Vorstellung erst. Und dann die Diskussion fangen wir dann damit an, vielleicht provoziert dann mal kurz was. Ja, also Ralf Böß, fängst du mal ganz kurz nochmal an, so zwei, drei Sätze. Oh, ist ja nicht an, da musst du unten drücken. Hallo? Ja. Mein Hauptthema ist bedingungsloses Grundeinkommen. Wie soll das anders sein? Mein Hauptthema ist bedingungsloses Grundeinkommen. Wie soll es anders sein? Irgendwie ist hier eine Rückkopplung. Gut. Also, und wir haben uns überlegt, wie man das... Nicht am Mund, der hat eingestellt. Okay. Also wir haben uns überlegt, wie man das reinbringen kann, haben deswegen mit Hartz IV angefangen. Und die Sache ist aber jetzt beim Bundesverfassungsgericht, ob die Sanktionen berechtigt sind oder nicht. Und wir sind gespannt. Aber das bedingungslose Grundeinkommen ist natürlich das Hauptthema. Wie kriegt man das hin, souverän zu werden, auch auf dem Arbeitsmarkt? Alle anderen machen voll aus. Da kannst du ihre sparen, aber die anderen. Ja, nee, das ist gut. Ich muss dranbleiben. Ja, ich bin jetzt fertig. Gut. Das war jetzt kurz und bündig. So kennt man dich ja nicht, aber gut, ich danke dir recht herzlich. Ja? Gut, dann probieren wir das mal weiter. Ich muss dazu sagen, wir sind jetzt hier nicht der ZDF oder ARD. Wir haben hier kein Etat von 500.000 oder was, um so ein Programm jetzt hier auf die Bühne zu stellen. In dem Sinne kann ich auch nochmal einen schönen Gruß senden an Luviso TV und Eingeschenkt TV, eben die ja hier die Sache mit begleiten. Also nochmal herzlichen Dank dazu, dass die überhaupt bereit waren. Super, ich hätte auch gerne den Jepsen hier gehabt, aber der spielt vielleicht schon in einer anderen Liga, macht nichts. Jeder ist ja so für den Frieden unterwegs. Alles klar, gut, weiter. Wir machen. Hast du die andere Sache schon gesagt? Also wenn zum Beispiel jemand mal zur Toilette muss, also der müsste sich an Mitch wenden, ja. Da hinten mit der orangenen Weste, ja. Und der findet dann einen Weg. Der ist da ganz... Genau, so, der wird euch dann weiter sagen können, wo man vielleicht auch mal zur Toilette gehen kann. Also Mitch... Genau, Mitch. Gut, jetzt machen wir aber weiter mal mit Heinz Kruse von Verfassung vom Volk. Namentlich bin ich bereits vorgestellt worden. Ich wollte vielleicht ergänzen, dass ich Nachkriegskind bin und dass ich zwei Erfahrungen in die damals für mich neue Welt mitgenommen habe. Die eine Erfahrung war, wie meine Eltern und Großeltern, dass deutsche Soldaten nie wieder Deutschland verlassen sollten und dass wir auch keine Militärausrüstung exportieren sollten. Und die zweite Erfahrung war, dass wir das Großkapital, die Ballung von Kapital, unbedingt verhindern müssen, weil aus ihr nur Negatives kommt. Ich engagiere mich für einen Verein, der Selbstbestimmung in den Mittelpunkt stellt und bei dessen Arbeit die Frage eine Rolle spielt, wie kann man eine Gesellschaft friedlich machen. Ja, danke Heinz. Dann Max.
Hallo? Ja. Ich bin der Max. Ich bin seit ungefähr 3 Jahren bei der Gemeinwohlökonomie hier in Berlin-Brandenburg aktiv. Ich übernehme da die Regionalgruppenkoordination, bin Referent und in verschiedenen Arbeitsgruppen tätig. Und ich bin einfach daran interessiert, die strukturellen Gegebenheiten unserer momentanen Wirtschaftsordnung so hingehend zu verändern, dass eben auch andere Vereine, die sich mit direkter Demokratie auseinandersetzen, dass sich Initiativen, die für den Frieden aktiv sind, eben auch strukturell gefördert werden und im Gegenzug Unternehmen oder Organisationen, die auf Kosten der Umwelt und auf Kosten der Menschen wirtschaften, strukturell benachteiligt werden sollten, sodass man dann immer noch mit und innerhalb einer Marktwirtschaft trotzdem die aus unserer Sicht positiven Formen des gemeinschaftlichen Lebens fördern kann. Genau, und dazu dann später noch mehr. Ja, dann erstmal recht herzlichen Dank für die kurze Vorstellung. Und dann können wir gleich anfangen. In der Diskussion, ich gebe euch jetzt mal eine kurze Vorlage. Wie uns ja eigentlich allen bekannt sein wird, gibt es eine ganze Menge Probleme, hier auch in unserem Land. Ob es, das muss ich abnehmen, Quatsch, an die wissen eine ganze Menge. Also Umweltzerstörung zum Beispiel, dass die Mieten nicht mehr bezahlt werden können, Pflegenotstand, Altersarmut, das sind ja alle Punkte, die uns hier bewegen. Oder dass uns also unsere Regierung von eben völkerrechtswidrigen Krieg in den nächsten hineinführt. Sind alle spannende Themen, und wenn man dazu die Bevölkerung mal fragen würde, zu beispielsweise, wollen wir jetzt mal wieder in den Krieg ziehen, dann würden wohl die überwiegenden Menschen sagen, auch in unserem Land, nee, das wollen wir eigentlich nicht, wir wollen mit den Völkern, mit den Menschen hier Frieden halten. Aber darüber können wir selber ja nicht bestimmen direkt. Wir haben ja nur als gute Demokraten die Aufgabe, alle 4 Jahre wählen zu gehen. Das wird ja von uns als gute Demokraten gefordert. Nun wissen wir natürlich seit Jahrzehnten, das ist nicht das Seligmachende und wird dadurch nicht besser. Und dass es besser wird, das ist ja die Sache mit der Zukunft. Deswegen haben wir ja gesagt, jetzt wollen wir mal drüber diskutieren, wie wir vielleicht mehr Mitbestimmung reinbekommen. Nicht nur eben so alle 4 Jahre wählen gehen, sondern uns aktiv mit eingeben, unser Konsumverhalten, eben auch politisch vielleicht mehr reingehen, aktiver werden. Und jetzt würde ich mal sagen, so als Aufhänger, fangen wir mit dem Heinz mal an. Vielleicht, ja. Gut, denn gerade bei Heinz, will ich noch mal kurz zwischen sagen, das ist ja das große Thema, deswegen hat sich ja der Verein eben auch gegründet, dass wir das Grundgesetz zur Verfassung eben erheben wollen. Und bis dahin ist es ein sehr, sehr langer Weg. Und das ist ja nur gerade mal das Politische dann dabei, wie eine Gesellschaft sich neu formulieren kann. Und wenn ich Christian Felber eben das Buch gut gelesen habe, dann ist es die Zwillingsschwester. Steht auf Seite, haben wir nicht gesehen. Max wird das wissen auch, der kennt ja sicher das Buch auch. Aber eben die politische Ausrichtung, eine direkte Basisdemokratie, die Bürgerdemokratie ist die Zwillingsschwester eines gemeinwohlökonomischen Handels. Und jetzt Heinz, sag mal. Eigentlich ist die Sache ja sehr einfach. In einer Demokratie bestimmt das Volk. Und ich denke, wir sind ja alle gefragt worden. Wir sind gefragt worden, als es um die Militäreinsätze in Afghanistan und auf der ganzen Welt ging. Wir sind gefragt worden, als es darum ging, dem Finanzkapitalismus Tür und Tor zu öffnen, als der Euro eingeführt wurde, die Banken gerettet wurden und als die Finanzmarktsituation liberalisiert wurde. Tatsache ist, niemals war das Volk so weit draußen in politischen Entscheidungen wie derzeit. Aber das ist auch verständlich. Denn ein selbstbestimmt lebendes Volk, ein Volk, was Selbstbestimmung ernst nimmt, wird natürlich gesellschaftliche Voraussetzungen schaffen, eine Gesellschaft schaffen, die aus Gleichen und Freien besteht. Aber wer den Kapitalismus will, wer den Landraub in Afrika will, wer den Rohstoffklau in aller Welt will, wer die Verarmung der Menschen in Deutschland will, wie in Europa, der kann keine Welt der Freien und Gleichen haben. Also kann er auch nicht eine Demokratie, die selbstbestimmt ist und in der Souveränität vorherrschen. Deshalb ist unser Lösungsansatz relativ einfach. Wir wollen eine souveräne Demokratie,
in der wir die Regeln der Politik selbst bestimmen. Und ich sage mal, wir haben eine Position, in der wir nicht Bittsteller sein müssen, sondern in der wir das, was wir wollen, selbstbestimmt herstellen, mit einer Verfassung, die wir uns selber geben. Das ist unser Weg, den wir vorschlagen. Ich werde es nicht so weit ausführen, sondern lasse die Kollegen jetzt mal ran. Danke, Heinz. Also ich finde es ganz gut. Ich meine, wir haben unwahrscheinlich viele Petitionen jetzt in Deutschland. Es bilden sich neue Vereine, neue Parteien, aber wir haben die unendlich vielen Petitionen und die gehen immer davon aus, dass die Petitionen wieder bei irgendwelchen Parteien oder irgendwelchen Regierungen eingereicht werden müssen. Du hast mal darüber gesprochen, über eine Türöffnerfunktion. Kannst du noch darüber ein paar Worte, dass das sozusagen diese Verfassung vom Falk sozusagen ein Türöffner für alle anderen, für ganz viele andere Organisationen sein könnte? So direkt angesprochen ist es richtig. Wir verstehen uns als Türöffner aus folgendem Grund. Die Politik hat sich inzwischen verfangen. Sie ist mehr oder weniger in die Situation einer Abhängigkeit vom Finanzkapital gekommen. Sie ist nicht mehr frei in dem, was sie macht. Und diejenigen, die das Lied des Finanzkapitalismus singen und spielen in der Politik, werden fürstlich belohnt. Der letzte Fall, den hat Gabriel gerade geliefert, der nunmehr Verwaltungsratsvorsitzende einer neuen Siemens-Alstom-Gesellschaft ist. Wir müssen also die Machtverhältnisse in dieser Gesellschaft grundsätzlich klären, weil unsere Bitten und Petitionen uns aus der Untertanenrolle nicht herausbringen. Und die Frage ist, wie öffnen wir die Tür dafür? Mit welcher Position, die wir haben, können wir die Tür öffnen, ohne Bittsteller der Politik zu sein? Und ich sage, es ist ein unverbrüchliches Menschenrecht. Das Menschenrecht auf Souveränität und Selbstbestimmung. Wir haben das Recht, die Regeln der Politik zu bestimmen. Wir brauchen bloß ein Verfassungsreferendum, auf dem wir schreiben, wie ein Regelwerk, eine Verfassung in unserer Hand aussieht. Wir müssen bloß den Mut haben, aus unserer Untertanenrolle rauszusteigen, in eine handelnde Rolle reinzukommen. Wer das mit uns will, den bitte ich auch um die Unterstützung. Das ist unser Weg. Ja, danke. Norbert, ich übernehme mal kurz. Jetzt machen wir mal den Max, jetzt bringen wir den mal mit ins Spiel. Wie gesagt, das ist ja der Zwilling, die Gemeinwohlökonomie. Also wenn wir uns politisch schon orientieren und etwas nach vorne bringen wollen, wie können wir das machen, wenn wir noch so weiter wirtschaften, wie wir das jetzt bisher machen? Ellbogen raus, egal was damit passiert mit der Welt, mit der Umwelt, mit unseren Nachbarn, spielt alle keine Rolle. Hauptsache wir steigern das Bruttoinlandsprodukt. Das kann es ja nicht sein, da kommen wir auch nicht weiter. Und das ist ja das Spannende dabei, wie können wir uns eben wirtschaftlich neu aufstellen noch dazu? Max, was sagst du dazu? Ja, das ist natürlich eine extrem einfache Frage, wie können wir die Wirtschaft verändern? Und eine Möglichkeit ist natürlich entweder Utopien zu entwickeln und zu sagen, ja, wir schaffen das Geld ab, wir stellen die Eigentumsfrage, wir haben komplett neue Klassen oder überhaupt gar keine Macht und Herrschaft und all die Ideen, die schon ja, Ewigkeiten vorgeschlagen worden sind, aber natürlich extrem radikal sind und vor allem diametral im Gegensatz zu dem, was wir heute haben und von dem heute ziemlich mächtige Eliten, wovon sie profitieren. Und deswegen ist eine Möglichkeit, einen Wandel oder einen Wechsel in Gang zu bringen, erstmal relativ kleine Veränderungen, nur ganz kleine Weichenstellungen vorzunehmen, die aber in ihrer Konsequenz doch sehr radikal sind. Also, wenn wir zum Beispiel einfach nur sagen, wir bleiben bei einer Marktwirtschaft, wir benutzen immer noch Geld und haben immer noch Eigentum, da kann man trotzdem einfach nur das Ziel des Wirtschaftens wieder richtig stellen. Also, dass Profit machen, Gewinn machen nicht per se schlecht ist, aber wenn es zum Selbstzweck verkommt und das oberste Ziel des Wirtschaftens ist, dann eben alles andere drunter fällt. Also soziale Gerechtigkeit, Solidarität, ökologische Nachhaltigkeit, Demokratie, Transparenz, Mitbestimmung, das ist dann alles erst unter dem Profitmaxim. Und wenn wir sagen, in unseren Verfassungen haben wir ja schon gewisse Grundregeln und die Verfassung
oder quasi unsere de facto Verfassung, unser Grundgesetz, da stehen ja schon ziemlich schlaue Sachen drin, wie Eigentum verpflichtet, sein Gebrauch soll zugleich dem Wohl der Allgemeinheit dienen. Das heißt, da ist ja schon eine Gemeinwohlorientierung in unserer Verfassung verankert, aber sie ist halt einfach nicht bindend an irgendwelche Konsequenzen, wenn offensichtlich Eigentum nicht zum Gemeinwohl verpflichtend wird. Das heißt, man könnte, und das ist, was wir machen, wir haben ein Instrument, das nennt sich Gemeinwohlmatrix, in dem wir nämlich die großen Werte, die in allen Verfassungen, vor allem in den demokratischen, verankert sind, eben die Menschenwürde, die ökologische Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit, Solidarität und die Demokratie, und die kann man in Bezug setzen zu den Berührungsgruppen, mit denen ein Unternehmen in Kontakt steht. Also die Mitarbeiter, die Finanzgeber, die anderen Mitunternehmer, das gesellschaftliche Umfeld, und so ergeben sich Subindikatoren, zum Beispiel bei der sozialen Gerechtigkeit und den Mitarbeitern, wie hoch ist die Diskrepanz zwischen dem Maximalverdiener und dem Minimalverdiener. Es gibt einige Bonizahlungen an Manager, die, das ist zum Beispiel in den Vereinigten Staaten, teilweise das 300-fache von dem, was der Mindestlohn in diesem Land ist. Und das hat bei weitem nichts mehr mit sozialer Gerechtigkeit zu tun. Sozial, die meisten Menschen, da gab da mal eine Umfrage, und das ist mir noch in Erinnerung, da haben die meisten gesagt, sozial gerecht finden sie das 7-fache. Ja. Und wir sind bei 300. Genau. Also das sind Weltenunterschiede. Und genau. Aber vielleicht bringen wir Ralf Böß noch mal mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, also dass man diese Beziehung mal herstellt dazu. Würde ja auch sagen, Chris, gleich das Mikrofon, das Wort natürlich. Meine, wir stehen ja einer Gesellschaft gegenüber, die in Angst und Schrecken lebt. Ständig werden wir von den Medien mit den Schreckensbildern konfrontiert. Wir erfahren unsere Ängste ja schon, alleine unsere Existenzängste, damit, dass man sich um seinen Arbeitsplatz Sorgen macht. Und wenn man einen Arbeitsplatz hat, verdient man denn damit noch? Und wenn man keinen Arbeitsplatz hat, weil einfach nicht genug Arbeitsplätze da sind, also eigentlich wären ja welche da, aber die sind eben nicht bezahlbar, dann kommt man eben in die Schiene von Hartz IV rein. Und da liegt man natürlich extrem Existenzängsten. Und da würde ich jetzt Ralf vielleicht mal mit einfügen hier, ja, wie kommen wir da raus aus der Nummer, oder sag mal was dazu. Ein Teil der Souveränität ist sicher, dass man als Volk über seine eigene Verfassung die Hand bekommt und nicht die Politiker machen können, was sie wollen, sondern dass wir die Politiker sagen, was sie zu tun haben. Ein anderer Teil der Souveränität ist die wirtschaftliche Abhängigkeit. Es wird ja immer so gemacht, immer mehr so gemacht, dass sobald man arm ist, hat man keine Möglichkeit, seine Souveränität besonders auszuleben. Ne? Es gibt den Satz im Grundgesetz, Artikel 2, Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit. Dieses Recht bleibt so lange ein Wort, solange man die Mittel nicht dafür hat. Und bedingungsloses Grundeinkommen ist gewissermaßen die Art und Weise, wie man die Mittel dafür bekommt, souverän zu sein und nicht unter Druck zu kommen, auch wenn die wirtschaftlichen Verhältnisse, die das heute machen, das gerne wollen. So, und wenn ich genügend Geld in der Tasche habe, dann kann ich machen, was ich will, auch wenn es den anderen nicht passt. Also es ist eine Entkopplung von der Industrie, die direkt auf uns wirken kann und uns zu Arbeiten zwingen können, die wir nicht haben wollen, aber auch eine Entkopplung von der Übermacht der Politik. Mein Bruder will da kurz was zu sagen. Im Anschluss, okay. Genau, so in dieser Weise kann man sich das vorstellen. Da ist das bedingungslose Grundeinkommen die Basis für eine freie Existenz, für eine uneingeschränkte freie Existenz. Ja, Heinz? Ich würde gerne den Blick noch auf einen anderen Punkt lenken. Auf die Frage, die mein Kollege zur Rechten hier schon angesprochen hat, ob man mit kleinen Schritten zum Ziel kommt. Die Antwort ist relativ einfach. Natürlich muss man diese kleinen Schritte machen, und ich halte die Arbeiten zum Gemeinwohlkonzept für sehr wichtig und konstruktiv. Das ist eine Form, Aktionsform der Zukunft. Wir haben aber für grundlegende Änderungen nicht mehr so sehr viel Zeit. Dieser Kapitalismus nähert sich seinem Ende. Den Raubbau, den wir in der Welt betreiben, der richtet sich gegen uns. Und derzeit erleben wir, dass sich Geschichte wiederholt. Als die damaligen Industriemächte Deutschland, Frankreich, England, die äußere Kolonialisierung zu Ende gebracht hatten,
gab es Krieg der Großmächte untereinander. Und was jetzt ansteht, ist der beginnende Konflikt der Finanzkapitalmächte untereinander. Und dieser beginnende Konflikt richtet sich gegen die Mittelschichten und die Armen in unserer Gesellschaft. Wir sind dabei, das Rückgrat der westlichen Gesellschaften zu zerstören. Wen kann ich dafür als Zeugen anrufen? Warren Buffett hat in einem Interview erklärt, wir führen Krieg, Arm gegen Reich. Und wir, die Reichen, werden ihn gewinnen. Ich auch nicht, weil wir das Instrument haben, in diesen Krieg einzugreifen. Selbstständig, selbstbewusst, souverän und selbstbestimmt. Aber wir müssen davon ausgehen, dass die Konflikte, die wir im Moment erleben, sich intensivieren. Und dass die Bestrebungen der Ausbeutung, die Bestrebungen, immer neue kleine Kriege anzuzetteln, sich immer intensiver gestalten werden. Deshalb müssen wir jetzt handeln. Das Zeitfenster zum Handeln ist noch offen. Wie lange ist offen, das wissen wir nicht. Mein Appell ist, lasst uns gemeinsam selbstbestimmt und selbstbewusst auftreten. Noch können wir die Politik in die Schranken weisen. Ja, wir können es natürlich machen, das ist richtig. Und ihr, die ihr euch ja mal wieder trefft, Woche für Woche für eine Friedensmahnwache, nehmt die Botschaft einfach mal mit. Und wenn ihr nur zu dritt oder zu fünft steht, wie wir das ja heute gehört haben. Aber diese Botschaft ist schon wichtig. Betreibt eine gewisse Werbung. Sprecht die Leute darauf an. Jeder Einzelne kann das tun an dem Ort, wo er steht. Multipliziert einfach die Idee. Und jetzt komme ich nochmal, mache ich nochmal den Bogen hin zur Gemeinwohlökonomie. In dem Buch steht ja dann eben auch drin, Christian Felber schreibt ja eben, ja, ob das mit unserer repräsentativen Demokratie heute funktionieren könnte. Das sieht er nicht. Also da ist er sehr im Zweifel, weil er einfach sagt, ja, die Leute, die Politiker, die sind in ihrem Fraktionszwang gebunden und da wird man also schwer was machen können. Deswegen ist es so gut, dass wir hier uns ergänzen, eben Verfassung vom Volk und Gemeinwohlökonomie und eben als Zwischenschritt, ich wähle einfach das BGE eigentlich so als Zwischenschritt an, denn auch dort wird das ja im Buch beschrieben bei Christian Felber, dass er dran denkt, um die Menschen aus diesen Ängsten herauszuholen, dass sie wieder frei durchatmen können und überlegen können, ja, was kann ich machen, kann ich auch mal meine Meinung sagen, kann ich auf die Straße gehen, ohne dass mein Arbeitgeber gleich dahinter steht und sagt, also mein Lieber, das wollen wir nicht. Und du weißt ja, was dir dann blüht, Hartz IV, also dieser befreiende Charakter, den Ralf ja auch beschrieben hat, ist natürlich super. Jetzt ist die Frage, ja, wie kommen wir da hin, eben außer dass wir alle immer wieder Reklame machen, informiert euch im Netz eben auch darüber, aber wie wollen wir da weiter vorgehen? Jetzt. Wer will denn dazu mal was sagen? Das ist so eine große offene Frage. Ja, ich probiere es mal kurz. Also der Raubbau an der Natur, den wir sehen, die Ausbeutung der Menschen und das Fördern von Kriegen, die passieren ja nicht einfach so, weil es das Böse in der Welt gibt und weil die Menschen wirklich mit einer Intention, die Natur zu zerstören, Menschen auszubeuten und Kriege zu führen, diese Handlungen durchführen. Das passiert ja zu einem gewissen Grad, und ich denke, das ist der entscheidende Faktor, aufgrund von strukturellen Strukturen normal. Also wenn man durch Krieg nicht profitieren würde oder dadurch, dass man Regenwald abholzt oder Menschen als Sklaven hält, dann glaube ich, würden diese Phänomene viel, viel seltener zu sehen sein. Und deswegen denke ich, muss man eben auch und vor allem an der strukturellen Ebene ansetzen. Und da ist halt eben die Frage, okay, das ist ja keine leichte Aufgabe, die momentane Wirtschaftsordnung zu verändern, vor allem, weil es einige Menschen gibt, die von dieser Wirtschaftsordnung sehr profitieren und alles daran setzen, dass es so bleibt, wie es ist. Und genau da kommt halt dann auch diese Skepsis gegenüber der parlamentarischen und repräsentativen Demokratie mit rein, denn Glyphosat, Kriege, Bankenrettungen, das sind ja offensichtlich Entscheidungen, die entgegen des Willen des Volkes passieren. Und da muss man sich fragen, okay, inwiefern kann man da noch hoffen, dass uns unsere sogenannten Volksvertreter tatsächlich auch vertreten? Oder brauchen wir tatsächlich Elemente partizipatorischer und direkter Demokratie? Und deswegen fordern wir auch, dass wir Wirtschaftskonvente etablieren, die sowohl auf der lokalen, regionalen, nationalen und hoffentlich irgendwann auf internationalen Ebene von unten nach oben
also dass dort entschieden werden wird vom Souverän selbst, also das Volk, jetzt nicht irgendein absolutistischer Herrscher und auch keine Repräsentanten, sondern dass das Volk, der Souverän selbst entscheiden kann, das sind die Grundregeln unserer Wirtschaft und das ist der Rahmen, in dem sich Wirtschaft verhalten darf oder soll. Und alles, was darüber hinausgeht, muss tatsächlich auch mit rechtlichen Konsequenzen verbunden sein. Und das ist die Hoffnung, die wir haben, dass wir zwar nicht voll und ganz auf die repräsentative Demokratie verzichten und Elemente der direkten und partizipatorischen Demokratie einfach nur als Ergänzung sehen, aber tatsächlich auch als Notwendigkeit. Und da sind so Sachen wie Verfassung vom Volk, ich habe gerade das Buch fast zu Ende gelesen, und da mit den Regionalkonferenzen, dem Forum Deutschland, das sind sehr, sehr ähnliche Ideen, die wir uns auch vorstellen, denn die Zeit, die rennt uns tatsächlich davon und wirklich zu hoffen, dass man einfach nur noch mehr Einfluss, noch mehr Lobby auf die Repräsentanten ausüben muss und das reicht, oder ob wir anfangen müssen, uns selber zu präsentieren, dann brauchen wir auch jemanden, der uns repräsentiert. Vor allem, wenn es nicht klappt. Richtig. Aber es gibt dann für mich immer noch diese Zwischenebene. Es gibt uns die Wähler, das Volk oder der Wähler, und es gibt die Regierung, es gibt eine Mittlerebene. Und das war früher mal die vierte Gewalt, haben wir das genannt. Das war waren die Journalisten, das waren die Medien. Wie kriegen wir die dahin, dass sie auch bald darüber berichten, was wir auf der Straße hier machen? Wir haben hier Schenk-TV da und Nuoveso-TV, das ist nachher alles im Netz verfügbar, aber wir möchten eigentlich auch in die Mainstream-Medien mal reinkommen. Hat da jemand Idee, dass man da, was man da machen kann, um da einen Fuß in die Tür zu bekommen? Da sage ich ganz glatt, besser nicht in die Mainstream-Medien. Ralf, wir schaffen uns eben unsere eigenen Medien. Das ist richtig, genau. Ja. Wir machen unsere eigenen Medien, unsere Alternativmedien, unterstützt die. Da sind wir besser aufgehoben als bei diesen verknöcherten, verkrusteten Systemmedien, muss man ja schon sagen. Eben, ja. Wir machen unsere eigenen Medien. Aber ich wollte gerne von Heinz vielleicht nochmal hören, wo es ja darum geht, sich neu zu strukturieren. Max hat es ja gerade angesprochen, eben Konvent hört man, Forum Deutschland und so. Denn wenn wir ja die sogenannte Parteienherrschaft abschaffen wollen, das ist ja ziemlich provokant, Parteienherrschaft, aber da müssen wir uns natürlich dann eben auch, wir müssen ja etwas verbieten können. Wie würde das jetzt aussehen? Vielleicht nochmal. Ich will zwei Beispiele nennen, an denen wir aktiv arbeiten und die im Gewand des alten Kapitalismus neue Wege vorbereiten sollen. Ich nenne zwei Beispiele, an denen wir arbeiten und die wir in etwa 4 bis 6 Wochen auf den Markt bringen werden, also auf den Informationsmarkt bringen werden, als unsere Konzeptwege. Das eine Beispiel geht um gesunde Ernährung. Wir alle wissen, mit der Industrie, Agrarindustrie und der Agrarchemie holen wir uns den Krebs in unsere Körper. Also ist die Frage, warum haben wir diese Großlandwirtschaft? Das ist relativ einfach. Wir haben sie, weil Politik und Finanzwirtschaft zusammenarbeiten und weil die Subventionen, begleitet durch unmenschliche Bürokratien, da schon dafür sorgen, dass kleine Strukturen zerfallen und zusammenbrechen. Wir müssen diesen Prozess umdrehen. Eine Idee ist, wir sagen, wie man es anders machen kann. Wir brauchen diese seelenlose EU-Bürokratie nicht. Wir können in regionalen Förderkonferenzen die Bürger und Bürgerinnen selbst entscheiden lassen, was sie in ihrer Region wollen. Wollen sie Schlachthäuser, die in Bayern Tiere aus MacPom schlachten, oder wollen sie eine angemessene Infrastruktur? Kleine Molkereien, die den Biolandwirten in der Nähe die Absatzmöglichkeiten bieten, die sie heute nicht haben. Ein anderes Beispiel ist das, was mein Nachbar schon angesprochen hat, die Idee der Gemeinnützigkeit. Viele von Ihnen haben in den letzten Monaten und Jahren an Demonstrationen gegen CETA und TTIP teilgenommen, weil sie die Privatisierung der öffentlichen Infrastruktur zu Recht befürchten. Was ist öffentliche Infrastruktur? Das sind unsere Stadtwerke, die Gaswerke, die Elektrowerke. Genau. Und wie wäre es denn, wenn wir
attraktive Beispiele in die Welt setzen, in denen wir konstruktive Forderungen machbar machen. Zum Beispiel eine Bürger- und Bürgerinnenstiftung, in die die öffentlichen Unternehmen, die Stadtwerke, die Wasserwerke, die Umweltbetriebe eingehen und von Bürgerinnen und Bürgern gehalten werden. Das hätte im Übrigen den Riesenvorteil, dass wir ausbrechen aus der internationalen Finanzwelt und regionale Finanzzirkel gründen. Auf der Idee der Gemeinwirtschaft, ein Schritt weiter gedacht, ist das sicher ein Alternativkonzept. Wir werden die Modelle dazu, wie gesagt, in Kürze vorstellen, suchen natürlich Partner und Partnerinnen, die mit uns gemeinsam an der Ausführung arbeiten. Aber es ist ja nicht so, als ob wir keine Ideen hätten. Und mit wir meine ich nicht uns als Verein, sondern meine ich diejenigen, die hier sitzen. Wir haben bessere Ideen als der Finanzkapitalismus. Wir müssen den Ideen bloß Raum schaffen. Und deshalb müssen wir die Voraussetzungen schaffen. Wir haben uns alle auf den Weg gemacht, ja, das zeigt ihr ja, dass ihr schon hierher gekommen seid und auch über Jahre lang eure Mahnwachen auch abhaltet in den vielen Städten. Es bedarf einfach nur, ja, mehr Reklame dafür zu machen und zu sagen, Leute, wir müssen auf der Straße schon uns auch versammeln und zeigen, dass es uns ernst ist. Das ist auch wichtig, ja, also auch bei Wind und Wetter draußen zu stehen. Damit wir stehen hier kurz am Reichstag, da wo der Bundestag eben immer schön seine Debatten hält. Und wenn die aus dem Fenster gucken, so, naja, jetzt sind hier die Häuser dazwischen, aber ich träume ja mal davon, dass wir wieder so groß werden, dass wir bis zur Siegessäule runterstehen und dann nehmen sie uns wahr. Das ist wichtig, ja, also da müssen wir eben dran arbeiten. Und ja. Ralf, der Zwischenschritt immer Hartz IV, also sprich eben BGE, das ist ja immer noch das, was da so dazwischen liegt. Wie kommen wir da vielleicht auch nochmal weiter, außer immer wieder aufzurufen, Leute, die vielen Hartz IV-Empfänger, die da nun, Empfänger ist ja toll, war das ist ja toll genannt worden, Hartz IV-Empfänger, als wenn die was empfangen würden, hat ja mal jemand, war das Max Uttorp hier gewesen, eben in der Anschalt, die haben es ja mal als Thema gehabt. Ja. Wie soll es da weitergehen, außer nur Aufrufe zu machen? Was können wir da noch machen? Du hast ja auch eine Aktion noch vor, jetzt Artikel 20 Grundgesetz. Vielleicht erzählst du auch mal kurz davon, das ist ja auch ein Weg in die Richtung. Ne? Also der Gedanke des bedingungslosen Grundeinkommens hat sich jetzt sehr weit durchgesetzt. Von linken Positionen über Unternehmerpositionen bis hin im Silicon Valley. Und ich glaube, das ist ein riesiger Fortschritt, den wir da haben. Er wird jetzt versucht zu vereinnahmen. Selbst die SPD spricht inzwischen von Grundeinkommen, allerdings von solidarischen Grundeinkommen. Aber immerhin, das heißt ja, dass sie gemerkt haben, dass da eine Bewegung ist, die sexy ist, sonst hätten sie es nicht genommen, das Wort. Haben allerdings daraus Reichsarbeitsdienst 4.0 dahergestellt, das ist eine andere Geschichte. Aber sie werden selbst von den Kritikern des bedingungslosen Grundeinkommens für diesen Missgriff im Namen kritisiert und so weiter und so fort. Also ich glaube, das bedingungslose Grundeinkommen ist auf einem guten Weg. Der wichtigste Punkt ist, dass es verstanden wird, dass es also nicht die Angst nicht so da sein muss, verdammt nochmal, wenn die Leute Geld haben, gehen sie nicht mehr arbeiten. Diese Angst kann man auch ganz schnell was entgegensetzen. Die Unternehmer werden halt um die Leute werben müssen und das werden die schaffen. Ne? Ich helfe noch mal kurz weiter. Die Menschen sind fleißig und wollen sich bewegen und wollen was tun. Das zeigen ja die viele, die ehrenamtlich in der Bundesrepublik hier durch die Gegend laufen und was machen, ob sie in Sportvereinen sich eben arrangieren oder bei der Freiwilligen Feuerwehr. Dann werden dann immer ein paar ausgewählte im Reichstag oder das Schloss Bellevue vom Bundespräsidenten empfangen jedes Jahr. Die kriegen dann freundliche Schulterklopfen und dann unseren Bonbon, was sie sich dann eben doch anstecken dürfen. Aber davon lebt ja auch die bundesdeutsche Wirtschaft, weil es Menschen eben gibt, die nicht großartig fragen, sofern sie sich das leisten können, nicht großartig fragen, ja, wer ernährt mich, von was kann ich leben oder so, sondern die stehen ja noch in Lohn und Brot und haben noch so viel Energie und finanzielle Mittel, dass sie das Ehrenamt ja überhaupt leisten können. Aber das ist eben gerade mal das Argument, da auch mal ein bisschen abzufedern und zu sagen,
fragen, Leute, was denkt ihr eigentlich alle, wenn die 12,5 Millionen, die heute von ihrer Arbeit nicht mehr leben können, laut Aussage des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, meint er, wenn die jetzt also alle ein bedingungsloses Grundeinkommen bekommen würden, die würden jetzt alle zu Hause bleiben und jetzt, Ralf, jetzt irritiert das mal wieder rüber. Glauben wir das wirklich? Das werden sich die Unternehmer schon nicht gefallen lassen, die werden dann um die Leute werben. Und Arbeit muss dann sexy sein. Ich meine, das ist in den oberen Lohngruppen sowieso der Fall. Warum sollte das nicht unten sowieso auch mal stattfinden? So in diese Richtung. Ne? Ja, damals, als ich da mal einen Vortrag gehalten habe, schon vor 2 Jahren auf der Mahnwache, da habe ich BGE, bedingungsloses Grundeinkommen, im Gegensatz zu BSE gesagt. BSE, das kennen wir alles noch. Bedingungsloses Spitzeneinkommen, denn das gibt es auf der ganzen Welt, das bedingungslose Spitzeneinkommen von den Leuten, die einfach Geld haben. Die brauchen gar nichts mehr zu tun und da regt sich kaum jemand aus. Das muss man mal im Verhältnis sehen. Ne? Vielleicht kannst du darauf noch mal kurz eingehen. Ja, das ist eine der schönen Antworten von Götz Werner, Milliardär, Chef von DM. Der für das Grundeinkommen eintritt, wo dann so gesagt wird, das sollen auch die Reichen kriegen und die Armen und alles, bedingungsloses Grundeinkommen heißt, das kriegt jeder. Und dann, und wir geben das den Reichen, so ein Blödsinn, da hat Götz Werner gesagt, die Reichen kriegen das sowieso schon durch die vielen Vergünstigungen auf allen Ebenen. Die Zeit ist, dass es die Armen endlich auch mal kriegen. Und bei den Reichen hat es nicht dazu geführt, dass sie die Arbeit niedergelegt haben. Es wäre wunderbar gewesen, wenn 1000 Euro Grundeinkommen zum Beispiel den Herrn Ackermann daran gehindert hätten, seine Kapitalverbrechen da oben zu begehen. Wir hätten persönlich für ihn gesammelt, da bin ich sicher, wenn 1000 Euro ein Hindernis am Arbeiten sein könnten. Das Problem ist, er hat das sein Konzept in der Firma geändert, dass er nicht das Einkommen zum Ende gibt nach dem Motto, du kriegst es als Belohnung für die erbrachte Leistung, sondern in DM gilt der Satz, du musst Geld haben, um frei zu sein, hier zu arbeiten, in Vollkraft deiner Persönlichkeit. Also insofern hat man das geändert. Das Problem ist allerdings, die kriegen ja mehr als das bedingungslose Grundeinkommen. Also, aber es ist... Wir können es ja auch einstellen, ob sie zur Arbeit kommen oder nicht. Das sind halt gesellschaftliche Probleme, die heute noch sind. Nee, das ist ein persönliches Problem. Das können wir ja machen. Also ich denke schon, der Ansatz wird schon sein, dass wir uns also in der Gesamtheit eben als Staat eben organisieren müssen. Und wir müssen es durchsetzen und wollen. Also wenn die Menschen für bedingungsloses Grundeinkommen wären, dann nützt es nicht, das irgendwo im stillen Kämmerlein so auszubrüten, sondern es muss artikuliert werden. Das ist wichtig. Und das kann man natürlich am besten jetzt auf der Straße machen. Also wenn ich überlege, wir haben über 3 Millionen hier Einwohner in Berlin, da werden schon ein paar Tausend würden dann zusammenkommen, die es ja betrifft. Die müssen sich nun mal alle hier zeigen irgendwo. Und ob sie das nun auf der Friedensmahnwache machen oder vielleicht machen sie was Neues auf, dass sie wirklich sagen, wir fordern jetzt das BGE. Dann werden wir immer wieder zur Seite stehen und sagen, okay, wie kommen wir dann eben doch dahin? Du hast jetzt eben die Straße angesprochen. Mitch hat mir eben gesagt, wir können ja vielleicht noch mal in fünf Minuten ein paar Fragen aus dem Publikum sammeln, dass die noch beantwortet werden von der Runde. Können wir ja machen, oder? Wir können damit anfangen, Norbert. Ich finde das doch viel spannender, wenn also die Menschen, die hier sind, auch sich eingeben. Also wunderbar. Ja, gebt euch alle ein Mikrofon. Okay, also was ich da zu dem Thema ganz kurz sagen wollte, was viele nicht wissen, aber das bedingungslose Grundeinkommen ist ein integraler Bestandteil der neuen Weltordnung. Das muss man einfach leider so deutlich sagen. Das steht schon in dem Buch New World Order von H.G. Wells drinnen. Das ist vor 100 Jahren oder noch länger ist es schon erschienen. Das ist einfach ein essentieller Bestandteil, um die neue Weltordnung durchzusetzen. Zinsloses Geld, bedingungsloses Grundeinkommen. Ihr müsst noch ein bisschen drüber nachdenken und das mal zu Ende denken, was dann eigentlich passiert, wenn es jetzt wirklich sowas geben würde. Zuerst mal vom moralischen Aspekt her. Wieso darf irgendjemand mir Geld wegnehmen, um es jemand anders zu geben? Da hakt das Ganze doch schon. Solidarität.
Ja, aber darf ich nicht freiwillig solidarisch sein? Darf es nur unter Zwang passieren? Nee, wenn wir uns keine Regeln geben, dann macht jeder das, was er will. Da muss ich jetzt aber mal was fragen. Wieso denn Geld wegnehmen? Man will ja Geld geben. Naja, aber irgendjemand muss es ja weggenommen werden, damit es dann gegeben kann. Hier nun sicher nicht. Naja, das kann man so jetzt auch nicht sagen, dass es nur so wenige Menschen sind. Aber ich glaube, da will gerade Carsten was zu sagen. Ich hab bei dem BGE tierische Bauchschmerzen. Denn so in diesem faschistischen Geldsystem implantiert, wird ein BGE ein Werkzeug zur Verteilung der Armen unter Arme, der Armut unter den Armen weiter werden. Das ist das Problem. Solange wir den Boden nicht auswechseln, können wir keine neuen Blumen pflanzen. Ja, wir müssen an die Ursachen rangehen. Das ist also das faschistische Geldsystem, das auf der Ausbeutung der Allgemeinheit beruht. Solange ich das ausklammer bei einem BGE, ja, also ich muss ja bloß jetzt die Kapitalkurve mir vorstellen, dieses endlose Wachstum. Ich setze den BGE eigentlich mit kurzfristig vielleicht befriedigt. Aber Karl, die haben doch immer gesagt, dass das nur so ein Zwischenpunkt sein soll. Und der Gemeinwohlökonomie ist vielleicht ein großes Ziel. Und es gibt aber Dinge, Zwischenstände, die wir erstmal abarbeiten müssen, damit wir überhaupt aus dieser Knechtschaft rausgenommen werden. Also lass doch mal, Max, vielleicht noch mal was zur Gemeinwohlökonomie dazu sagen, wo es eigentlich hinführen soll. Du bist zu früh, denke ich. Genau, nein, ich bin genauso für die Gemeinwohlökonomie, aber wenn ich sie eben ohne Betrachtung der Ursachen, was ist denn das Schöne am BGE? Es ist ja nicht das Grundeinkommen per se, sondern der emanzipatorische Charakter. Also, dass Menschen keinen Zwang mehr haben, etwas machen zu müssen, was sie eigentlich nicht wollen. Man kann ja diesen emanzipatorischen Charakter, dass man den Menschen diese Freiheit gibt und auch die Würde anerkennt, dass jeder Mensch ein Leben hat, egal ob er nun einen Beitrag leistet oder nicht, weil auch der Kollege hier vorne, ich glaube, die Nahrung, die du isst, hast du nicht selber angebaut, die Kleidung, die du trägst, die hast du nicht selber gemacht, das Haus, in dem du wohnst, das hast du nicht selber gebaut. Und ich glaube, ich gehe so weit zu sagen, dass du das nicht mal könntest, selbst wenn du es wolltest. Also du hast einfach nicht das Wissen. Unsere gesamte Existenz von der Erziehung durch unsere Eltern, über das Wissen, das wir haben, die Sprache, die wir sprechen, alles, was uns existent macht, verdanken wir der Arbeit anderer Menschen. Das heißt, der Gemeinschaft, das ist es. So, und jetzt zum BGE mit dem Geld. Man könnte doch auch einfach sagen, wenn wir als Gesellschaft sagen, ja, jedes Menschenleben, das ist an sich wertvoll und es darf auch existieren, auch wenn es keinen Beitrag leistet, dann könnte man doch auch sagen, wie wäre es, wenn wir nicht jedem 1000 Euro im Monat geben oder wie viel auch immer es nur notwendig ist, damit man die materiellen Grundbedürfnisse abgedeckt hat. Man könnte ja sagen, wie wäre es, wenn wir regional und ökologisch hergestellte Nahrung kostenlos machen? Wie wäre es, wenn wir regenerative Energie kostenlos machen? Wie wäre es, wenn wir Wohnraum kostenlos machen? Weil das im Grunde genommen quasi vom Geld her genau das gleiche wäre, als wenn wir jemandem einfach 1000 Euro geben. Und dann hätten wir damit nicht das Risiko, dass die Leute es einfach verkonsumieren. Ich schlage jedem vor, ich bin ein großer Fan von BGE, genau weil er diese Freiheit gibt, aber geht mal ins Alexa, guckt euch mal die ganzen Leute an, die Konsumenten, die Shopper, und dann stellt euch vor, all diese Leute haben 1000 Euro mehr im Monat. Das Letzte, was wir jetzt brauchen, ist noch mehr Konsum. Das Letzte, was wir brauchen, ist noch mehr Wachstum. Das, was wir brauchen, ist Menschen die Sicherheit zu geben. Ich kann auch existieren, wenn ich das mache, woran ich Interesse habe. Wenn ich das mache, wo ich kompetent drin bin. Wenn ich meine Kinder erziehen will, wenn ich meine Großeltern pflegen will. Wenn ich politisch aktiv sein will, wenn ich ehrenamtlich aktiv sein will. Und das alles zu machen, ohne obdachlos zu sein oder an Armut zu leiden. Und so hat man auch die ganzen Sachen mit dem Zinseszinseffekt und so weiter alles weg. Oder man macht einfach eine Mischung und man kann sich einfach mal Gedanken drüber machen. Das ist kein dogmatisches, geschlossenes Denkmodell. Wir treten in eine Welt ein, die sehr viel komplexer ist als die Welt, die wir kennen. Und wäre ich Warren Buffett oder ein Vertreter des Finanzkapitals, würde ich gerade über diese Diskussion in die Hände klatschen. Weil diese Diskussion deshalb querläuft, weil sie nicht zielorientiert darauf gerichtet ist, was tun wir denn nach dem Finanzkapital, sondern sie ist darauf gerichtet, einer Bewegung, die ohne Zweifel Gutes bewirkt hat,
im Grunde das Wasser abzugraben. Meine Bitte und mein Appell, lasst uns gemeinsam daran arbeiten, wie wir die Verhältnisse in unserem Land demokratisieren. Und dazu gehört, das ist ein notwendiger Teil, dass wir die Wirtschaft demokratisieren, dass wir sie ablenken und ihr den Weg abschneiden vom Raubbau am Menschen und vom Raubbau an der Natur. Das ist unsere Aufgabe, die Welt von morgen zu machen, nicht zu kritisieren, was heute an den Bewegungen möglicherweise nicht richtig oder nicht komplett oder nicht optimal ist. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ja, also ich denke auch, wir sollten zusehen eben, dass wir uns so aufstellen als politische Veränderung, wirtschaftliche Veränderung, dass wir wirklich die lieben Menschen, die wir auch um uns haben, teilweise sitzt sie ja in den eigenen Familien, in Freundschaften, in Vereinen, sieht man sie ja auch, die Hartz-IV-Empfänger vielleicht nicht mehr so, weil sie daran nicht mehr teilhaben können. Aber jeder kennt doch jemanden, der von Hartz-IV abhängig ist oder der arbeiten geht mit einem zweiten, mit einem dritten Job. Die hört sich einfach so, dass man Solidarität zeigt. Und vor allen Dingen, es ist ja genug Geld im System drin. Es ist doch nur falsch verteilt. Ja, lass uns doch nicht einreden unter dem Motto, das ist alles, das kann man nicht ändern. Und mir persönlich würden sie jetzt was wegnehmen. Nee, mir nehmen sie persönlich nichts weg. Ich hab nichts, was man mir wegnehmen kann. Haha. So funktioniert es jedenfalls nicht. Wir müssen zusehen, dass wir uns neu ausrichten. Und dazu braucht es Mut und vor allem auch ein gewisses Standing, immer wieder das zu artikulieren und auch nach außen hin zu zeigen. Würde ich mal sagen, also wir kommen auch langsam zum Schluss dieser Diskussionsrunde. Ich habe immer meine Uhr bei mir. Sagt noch jemand von allen drei, sagt noch so ein Statement zum Schluss und dann beschließen wir die Runde. Aber bitte kurz, ja, und irgendjemand oder so? Also ich persönlich halte von dem bedingungslosen Grundeinkommen gar nichts. Ich denke, das ist eine Menschenrechte. Wenn es hier angeklungen ist, 1000 Euro mehr als der Hartz-IV-Satz, also dann hänge ich meinen Job an den Nagel. Und ich prognostiziere, dass es noch mehrere machen. Es werden so viele machen, dass keiner diese Häuser mehr baut, keiner mehr diese Gurken anbaut. Und weil dann wird jeder sagen, okay, für 1500 Euro netto, da mache ich nichts, da lege ich die Füße hoch. Also vielleicht ist es auch interessant, dann mal drüber nachzudenken, dass man vielleicht jedem die Möglichkeit gibt, seine schöpferische, menschliche Fähigkeit einzusetzen und dass die menschenwürdig belohnt wird. Weil dann haben wir auch die Güter, die produziert werden müssen. Gut, das ist zu dem Thema bedingungsloses Grundeinkommen. Was ich noch eine Frage habe, das eigentliche Thema ist, und es wird hier über die Abstimmung der Verfassung gesprochen, da wollte ich mal fragen, wer soll denn das sein? Wer soll denn da abstimmen? Wer ist damit gemeint, ganz konkret? Danke erstmal. Eins. Alles, was wir dazu zu sagen haben, ist bei uns nachlesbar. Lesen Sie nach, wie wir das machen wollen, wie ein Verfassungsreferendum geht. Es ist einfach zu klicken. Sie müssen sich bloß die Mühe machen, etwa eine DIN A4-Seite zu lesen. Also ich sage mal Folgendes. Wir haben, was haben wir denn jetzt, 61,5 Millionen Wahlberechtigte. Wir haben 61,5 Millionen Wahlberechtigte. Die sollen alle angesprochen werden. Und dann machen wir ein großes Referendum. Ganz einfach. Dazu brauchen wir natürlich eine Menge Leute, die das unterstützen, nach vorne bringen. Also wie gesagt, die Öffentlich-Rechtlichen werden darüber höchstwahrscheinlich nicht großartig berichten wollen. Die schweigen das lieber tot. Und dein Motto, da macht sich jetzt also irgendwie so eine Bewegung auf. Menschen machen sich auf und fordern ein, dass das Grundgesetz zur Verfassung erheben wird. Da wo gibt es denn so weit? Da werden auch Menschen auch drüber berichten. Und wenn darüber berichtet wird, garantiert, wie es immer so ist, in solchen ja, zukunftsweisenden Bewegungen, stellt man irgendjemanden daneben, wo man die Kamera aufhält und sagt, siehst du, die sind auch dabei. Wir kennen es doch. Aber trotzdem sollte uns nicht entmutigen. 61,5 Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen, die dann darüber abstimmen können, ob sie das Grundgesetz zur Verfassung haben wollen. Vielleicht sollte auch alle so bleiben. Oder meint ihr, dass es mit dieser Parteiendemokratie so weitergeht?
Wir sitzen hier, uns an Gedanken über andere Wege zu machen, wie es gehen könnte. Wir wissen die Lösung gar nicht. Wir wissen bloß ganz genau, dass dieses System mit unserer Parteiendemokratie, die so stark vom Lobbyismus zu beeinflussen ist, dass es dann nicht weitergehen wird, sondern wir fahren unsere Welt ökologisch gegen die Wand. Norbert, wir geben jetzt unseren Diskutanten nochmal das Schlusswort. Jeder darf nochmal was hier uns sagen, was ihm auf dem Herzen liegt, wo er seine Zukunft sieht. Und fangen wir nochmal mit Ralf an. Ralf, sag nochmal was. Ich hätte gerne zu dem Herrn, der gerade gesprochen hat, gegen das Grundeinkommen was gefragt. Arbeit hat ja nicht nur die Dimension, dass man dafür Geld bekommt, sondern die hat auch eine andere Dimension, nämlich die, dass man dadurch was tut für die Welt, für die Gesellschaft. Heute hat man oft das Problem, man würde gerne was Anständiges tun, aber weil man Geld verdienen muss, hat man keine Zeit für was Anständiges. So ungefähr. Oder man würde die Arbeit, an der man gerade tätig ist, gerne anständig machen. Aber wenn man anfängt, sie anständig zu machen, kriegt man Ärger mit dem Chef und muss es deswegen so machen, wie es vorgeschrieben ist. Also das ist so eins der Probleme. Und Grundeinkommen löst ganz einfach das Arbeiten von dem Zwang, Geld verdienen zu müssen. Das heißt, man wird endlich freigestellt, so zu arbeiten, wie es den Dingen entspricht. Das ist die Besonderheit. Und man kann, und wenn du sagst, dass die Leute nicht mehr arbeiten gehen, weil sie 1500 Euro kriegen, wenn du das sagst, behauptest du, dass keinem die Welt irgendwas bedeutet. Aber weißt du, wenn die Leute aufhören zu arbeiten, fängt sie an zu stinken, weil keiner mehr den Müll wegräumt und so weiter und so fort. Das heißt, der Erste, der mit der Nase da lang geht und sagt, hier ist was nötig und der es dann ergreift, der kann dafür Geld verlangen, weil alle Geld haben in der Tasche. Weil das der Dreck weg ist, das wird jeder dann für nötig halten. Und in dieser Form ist es undenkbar, dass durch das Grundeinkommen die wichtigen Sachen können dann alle getan werden, weil jeder Geld in der Tasche hat, finanzieren. Heute können die wichtigen Sachen alle nicht getan werden. Es ist zum Beispiel eine unglaubliche Lüge, wenn man behauptet, der Markt würde die vorhandenen Bedürfnisse befriedigen. Es gibt heute Millionen von Arbeitslosen, für die der Markt überhaupt nichts tut, nur das Geld geht an die Oberreichen. Das genau. Ist das Problem. Und ja, genau die ganze ehrenamtliche Arbeit, das hatten wir vorhin schon angesprochen, hier zum Beispiel Vorsitzender bei den Bürgern für den Lietzensee. Die arbeiten alle ehrenamtlich, nur um den Park da zu erhalten. Es gibt diese Motivation, auch ohne Geld arbeiten zu wollen. Norbert, wir wollen jetzt das Schlusswort weitermachen, wir müssen zu Ende kommen. Ja? Heinz, bitte nochmal ein kurzes Statement. Also nochmal, ich unterstreiche, die jetzt Wahlberechtigten sind diejenigen, die ein Verfassungsreferendum zu tragen haben. Und meine Bitte an die hier Anwesenden, halt's Maul, meine Bitte an die hier Anwesenden ist im Grunde folgendes. Suchen Sie und sucht ihr in den Initiativen, die ihr kennt, die sich um Grundeinkommen, um Gemeinnützigkeit und viele andere Dinge bemühen, nicht das Trennende, sondern arbeitet daran, das Gemeinsame zu suchen. Dann haben wir schon die besten Voraussetzungen für eine politische Änderung erfolgt. Denn die großen Veränderungen sind dadurch gekommen, in der französischen Revolution wie in der DDR-Revolution, dass das Volk wirkungsvoll geeint die Macht- und Legitimationsfrage gestellt hat. Daran müssen wir arbeiten. Das ist mein Ziel. Danke, Heinz. Max, jetzt noch. Das führt ja nicht an, oder was? Also, ich gebe dir mal mein Mikrofon, musst du nur aufpassen, nicht zu. Alles klar, okay. Ich denke mal, ein großer Konflikt, den wir jetzt haben, ist, dass viele Leute einfach, ich will jetzt nicht sagen, ein falsches Menschenbild haben, aber wir dürfen nicht vergessen, dass da Homo sapiens seit ungefähr 150.000 Jahren existiert und dass wir da zu 95% als Jäger-Sammler-Gesellschaften organisiert waren. Das waren egalitäre Konsensgesellschaften. Da gab es keinen Krieg, da gab es keine Unterdrückung der Geschlechter, da gab es keine Hierarchien. Das waren egalitäre Strukturen, die im Einklang mit der Natur gelebt haben. Die waren sowohl sozial gerecht als auch ökologisch nachhaltig. Das ist das, was uns über die letzten 150 Jahre evolutionsbedingt geprägt hat. Das, was wir heute sehen mit Staaten, mit verschiedenen Klassen, mit Macht, Hierarchie, das ist ein relativ neues Phänomen.
aber es wird uns eingeredet, dass das, was wir heute sehen, der Kapitalismus oder die repräsentative Demokratie, deswegen existiert, weil der Mensch nun mal so ist, das ist die menschliche Natur. Und das würde ich zumindest jemandem empfehlen, das nochmal zu hinterfragen. Und dass man einfach, jeder Mensch hat angelegt das Gute und das Böse. Also aus jedem Baby kann man einen Hitler oder einen Gandhi machen. Und das Baby, das Gandhi war oder Hitler war, die haben sich als Babys nicht großartig unterschieden. Es waren die Anlagen und die Wechselwirkung mit der Struktur, in der sie gelebt haben. Mit dem kulturellen, religiösen, politischen und wirtschaftlichen Kontext. Und wenn man da ansetzt, dann kann man die positiven Seiten im Menschen fördern und die negativen Seiten im Menschen hemmen. Und das ist das, was wir einfach auf struktureller Ebene durchbringen müssen. Ein letzter Satz, es gibt ja jetzt schon. Unter der momentanen Wirtschaftsordnung, die auf Profitmaximierung und Konkurrenz basiert, Unternehmer, die weigern sich, nach diesen Prinzipien zu wirtschaften. Die müssen verzichten, die sind nicht so wirtschaftlich erfolgreich, wenn man das nur finanziell betrachtet, aber sie schaffen es trotzdem, zum Beispiel biologisch anzubauen und sozial gerecht zu bezahlen. Und diese Unternehmer, die es heute schon gibt, die müssen wir einfach nur subventionieren und diejenigen, die auf Kosten von Menschen und auf Kosten der Umwelt wirtschaften, die müssen wir sanktionieren, relativ einfach, und so würden wir strukturell verschieben. Super, also das war nochmal ein tolles Schlusswort gewesen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei den Diskutanten hier, jeden Einzelnen. Ich hoffe, es hat euch was gebracht, nicht nur Spaß gemacht oder so, ja, sondern dass es euch wirklich auch was gebracht hat, was bei euch ins Herz auch reingegangen ist, was ihr mit nach Hause nehmen könnt und sagen könnt, okay, das werde ich jetzt mal vertiefen. Man kann reingehen auf die Webseite von Verfassung vom Volk beispielsweise, ruft mal auf über Ecosia Suchmaschine. Oder man meldet sich da an und macht mit. Ihr habt ja, wir haben ja bald wieder hier die nächste Jahreshauptversammlung in Berlin. Genau. Bei Ralf Böß kann man sich auch in die Webseite noch gehen. Artikel 20 Grundgesetz findet man bestimmt über die Suchmaschine. Da trifft man auf Ralf Böß. Und bei Max ist es zum Beispiel eben Gemeinwohlökonomie. Da stelle ich natürlich jetzt Christian Felber im Vordergrund, der wunderbare Vorträge eben gemacht hat und auch sehr schöne Diskussionen schon geführt hat. Nehmt diese Eindrücke mit nach Hause. Ich bedanke mich, wie gesagt, nochmal herzlich. Und dann würde ich sagen, wir haben Applaus wirklich verdient hier. Ja, und Max Joste, Christian Felber, wirklich würdevoll vertreten, wirklich besten Dank. Wir haben natürlich nicht die Möglichkeit, hier größere Honorare zu bezahlen, aber wir dachten, dass wir euch zumindest eine kleine Anerkennung zukommen lassen wollen. Besten Dank. Ja, Spende nicht. Nicht Spende, 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 Spende,